Jo, servus die Madl und grüß euch die Buben. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin quasi daheim, Näheres sage ich dann ein bisschen später noch. Und mich zieht es jetzt auf am Stabruch. Und da will ich mir ein kleines Mittagessen zubereiten. Ich habe ein neues Kochsystem dabei und das werden wir gleich mal testen. Also, wird nicht so weit sein. Wie gesagt, auf meinen Stabruch, da bin ich in 20 Minuten oben und das war's. Gehen wir. Wir haben ca. 20 Grad. Wahnsinn. Super wieder. Und es geht wieder bergauf am Berg. Tja, warum verstehe ich auch nicht. Aber es hat sich nichts geändert. Auf muss ich. Gehen wir. Und weiter geht's. Und wie tät mein Jochen so schön sagen? Jochen Berg, Fechselkramer. Servus, grüß dich. Auf wie geht's am Berg. Juhu! Ja, leider den ganzen Weg platziert, sieht man die Hinterlassenschaften von den Leuten. Ah, der liegt auch nicht beim Weg. Ah, da haben wir sogar einen Ostdachstein in der Maschine durchgehen. Passt. Versperrt mein Weg. Sapperlot. Ja, ich hab's geschafft, ich bin herum. Also Eidachseln in Hülle und Fülle. Aber die erwische ich alle nicht, weil ich hab das 16 mm die Fix-Festbrennweiten drauf. Da müssen die schon weiter zu, dass man was erkennt. Aber es ist egal. Wir gehen da jetzt einmal in Home Sweet Home Richtung. Geil, ich freu mich schon. Ja, Freunde, geil. Geil, 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 geil. Ich bin endlich einmal wieder da. War einfach nur super da. He? Schöne Felsenformation. Wunderschön. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass ich allein herum bin, aber ich denke schon, ich hätte da keine Stimmen. Autos waren nur zwei unten und die gingen vielleicht was Gott wie weit rauf. Aber schaut einmal, Freunde. Ist das geil oder ist das geil? Ich stehe auf das. Und ich bin allein da, herrlich. Ah, ich muss jetzt einmal die Achtung. Das schaut sogar relativ super aus. Liegt sogar noch ein bisschen Anzündholz. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, Lagerfeuer gibt es im Augenblick sowieso keins. Also ich habe diese App Cut One und die hat gestern um 3:30 Nachmittag schon eine Warnung ausgegeben, dass wir höchste Waldbrandgefahr haben. Und da gibt es natürlich kein Lagerfeuer, das ist ja wohl logisch. Wie mein Hausberg. Nicht anfackeln. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Platzl werden wir sie dann einverleiben, aber jetzt schauen wir mal vieren, ob wir vielleicht ein bisschen einen Ausblick erhaschen können. Wahrscheinlich nicht, weil es trieb ist, aber schauen wir sie es einmal an. Wirklich sehr schön. Überall blüht schon. Wow, geil. Ich stehe auf den Frühling, ich mag den. Ja, leider, überall. Sackdirchling, Sackdirchling, Sackdirchling. Ah, gleich sind wir erfahren, herrlich. Ja, extremer Winter heraus, da fahren die Donau. Ich mache nur einen kleinen Schwenk, weil sehen tut man leider eh nicht viel. Zurück zur Lagerfeuerstelle. Ja, da ist mir zu windig. Ich sitz. Ja, schnieren. Ja, ganz schön feucht am Rücken. Ja, es kennt sich mein Ritual, ich richte einmal alles her, packe einmal alles aus und dann
schalte euch wieder dazu, dass man nichts versandt. Gell? Ja, Freunde, hätten wir aber wieder alles ausgepackt und ja, Kochzeit. Ich zeige euch das jetzt. Schuld daran ist der Franz vom Kanal Bugi Kraxen. Kanal verlinke ich euch gerne da oben einmal. Bei denen habe ich das Drang erst nicht gesehen. Also nicht nur bei denen, bei anderen. Aber das war jetzt mal wieder das Ausschlaggebende, weil ich es noch nicht habe. Also, Kochset, was gibt und ich habe das noch nicht, gibt es ja normal gar nicht, oder? Jo, ich habe mir auch das Kleine gegönnt. Ich glaube, ich habe eher das Kleine. Also das 27er, nicht das 25er. Komischerweise, die niedrige Nummer ist das größere, die höhere Nummer ist das kleinere. Und das ist das 27-5HA. Das heißt, da ist alles hart anodisiert und beschichtet. Also die Pfanne und die Däpfel innen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt ist das so. Da gibt es ein eigenes Dosel für die Brennpasta von Drang. Ja? Das habe ich noch nicht. Aber, weil ich ja ein Klugscheißer bin quasi und alles besser weiß wie die anderen, ist eh klar, ein Ösi natürlich, habe ich mir da was einfallen lassen und da gibt es diese Fleischschmalz-Degeln. Und wie es der Teufel will, passt das da genau rein. Auch so ein Zufall. Ja? Und dann habe ich noch daheim, da gibt es auch diese Plastikdeckeln, wo man was andecken kann. Klar, wenn die Brennpasse drin ist, hilft das nicht viel, aber das ist ja nur eine Sicherheitshalber, falls wirklich noch mehr Batzel drin ist. Kann man schön verschließen und im Endeffekt habe ich eine Brennpaste mit und das füllen wir dann an. So, jetzt werden wir das Ganze einmal herrichten. Jetzt wollt ihr auch wissen, was es zum Essen gibt. Na gut, bin ja nicht so. Es gibt heute so einen Angelbein wieder mal. Ich habe den Mediterrane Reis. Dann gibt es dazu weiße Bohnen. Die werden wir so ein bisschen zusammenmischen. Ich weiß gar nicht, ob wir alles machen werden. Keine Ahnung, muss man mal schauen. Und natürlich einen Jausenspeck. Den werden wir vor dem Pfandl klein schneiden und brutzeln. Ja, ich richte es jetzt alles einmal her und dann bin ich wieder bei euch. Ja, das eine ist schon mal zusammengemischt, das Topferl. Ein bisschen ein Speck dazu, ne? Ja, das geht selbst mit Brennpasta super. Also, alle Achtung, und da brennt nichts an. Da schaue ich echt. Das war die Anschaffung wert mit den Beschichteten. So, ja, da muss ich ehrlich sagen, mit der Brennpaste kommt der da nicht so richtig ins Dampfen da oben. Da habe ich schon ein bisschen einen Windschutz aufgestellt. Nein, es dauert eh relativ länger, aber da verblasst man das Flammerl, weil es ja da relativ weit ist. Da der Wind durch, aber egal. Das passt schon so. Und jetzt werden wir den da dazu schmeißen. Vom Feinsten. Ja, dann einmal Mahlzeit, Freunde. Na, ja, da jubeln die Geschmacksnerven. Wow. Meine Carlos-Mischung noch dazu. Das haut das Ganze natürlich noch mal vier. Ein Schluck Cola wieder dazu. Und dann werden wir heute mal wieder so ein Zaubertierchen nehmen. Wenn wir das gleich waschen. Ein bisschen Wasser wo rein. Tierchenleine und das wächst. Sagt sich ja. Das hat so ein super Putztierchen. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt schon wieder länger nicht verwendet gehabt, aber jetzt ist das wieder optimal. Hätte ich nicht geglaubt. Ich glaube, die werden da auch jetzt noch mal schön ausgewaschen. Aber schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob man da einer sieht. Findest du sie? Pipi feinst. Rand alles. Vom Feinsten. Jawohl. So. Nehmen wir das Gerät drüber.
Passt. Den drauf. Und die Käfchenmaschine auf. Ja, bis dann mein Käfchen fertig ist. Ich habe mich kurz beim Aufgehen angesprochen, ich bin daheim. Ja, das stimmt. Ich bin quasi freigestellt. Ja, ich gehe auch zu diesen Risikopatienten. Und dadurch bin ich zu Hause. Ja, klar, ich bin natürlich heraus. Aber dort, wo ich hingehe, wie gesagt, ich bin jetzt am Hausberg, da begegne ich kein Schwein. Ja, vielleicht ein Schwein schon, so grunzendes, aber nicht einmal das. Ja, das war es im Groben und Ganzen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, Käfchen ist fertig. Perfekt. Und jetzt werden wir gleich für den Seelenwärmer das Wasser, wie ich schon hergekriegt. Heieiei, warm ist. Und dann ist der auch gleich fertig. Ja, Freunde, mein allerliebstes wieder. Haha, Käfchen. Nein, 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 nicht. Frankensesseln. Gesund werden, Freunde. Und die, die gesund werden, nicht krank werden. Prost. Ja, herrlich. Das kocht wirklich schon sauber, Wahnsinn. So, 150 Milliliter. Da ist eh nicht mehr viel drin. Ha. Schaut auch schon gut aus. Ist weniger süß, aber. Und nicht schlechter. Ja, und das genießen wir jetzt einmal in Ruhe. Wow. Ja, Freunde, alles erledigt. Käfchen la. Seelenwärmer la. Wasserbild la. Ja, ich habe die Zeit da jetzt genossen. Wir haben es jetzt da kurz vor drei und werde jetzt schon langsam wieder zusammenpacken, weil um vier kommen die ersten Leute wahrscheinlich von der Arbeit und so haben, dass ich da ja kann begegne. Und ich habe im Garten auch noch ein bisschen Arbeit. Ja, in dem Sinn packen wir jetzt einmal alles zusammen. Alles wieder eingeräumt, passt alles. Und gehen wir. Da habe ich bald Pfeilchen. Angenehmer Duft. Ja, Freunde, wir sind wieder hier unten angekommen. Passt wieder, eine schöne Zeit um. Bevor die Leute heimkommen von der Arbeit, falls sie noch arbeiten gingen, dann bin ich daheim. Ja, mein bewährter Spruch wie immer. Ich kann euch sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Aufpassen und gesund bleiben und servus die Malen und pfiat euch die Buben.